wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustisan. Wadikrab Pipi, Wadikrab Tokon. Heute möchte ich euch mitnehmen auf den Markt in Akkad am Nuay. Das hatte ich euch ja nochmal versprochen gehabt, dass ich dorthin möchte. Das ist der wöchentliche Markt, der immer am Sonntag stattfindet. Und heute ist Sonntag. Das heißt, ich werde mit euch da hinfahren, werde euch den Markt dort zeigen. Und ich würde mich wie immer natürlich freuen, wenn ihr das Video fleißig kommentiert, liked, abonniert, und das Video dürft ihr gerne auch teilen. Und ja, ich würde sagen, ich lege jetzt mal los, sitze jetzt ins Auto und dann fahren wir los. In dem Fall viel Spaß mit dem Video. Ja, das Auto ist startklar. Wir haben hier noch Sonnenschein. Ich weiß aus guter Quelle, dass es in Akkad am Nuay wahnsinnig stark geregnet hat. Es aber anscheinend schon wieder vorbei sein soll. Und wenn ich so bei uns die Wolken anschaue, ich vermute, es zieht jetzt eben Richtung uns. Von daher ist es für uns okay, wenn wir jetzt von hier nach Akkad am Nuay fahren. Dort scheint anscheinend schon wieder die Sonne. Und ja, ich werde vermutlich mit 3 weiteren Personen gehen. Also der Neffe aus Bangkok ist ja wieder da mit seiner Freundin. Und dann wird vermutlich noch eine Freundin von meiner Frau mitgehen. Und ich würde sagen, ich begleite einfach die 3 auf dem Markt und zeige euch dann den Markt dort. Und würde sagen, ich fahre jetzt dann mal los, hole die 3 Leute ab und dann geht's los. Dann sehen wir uns dann auf dem Markt dann wieder. In dem Fall, wartet ab, bis wir dort sind, dann geht's weiter. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. Ja, wir sind jetzt auf dem Markt angekommen, hier in Akkad am Nuay, auf dem Markt, der jede Woche Sonntag stattfindet. Ich würde sagen, wir laufen da jetzt mal eine Runde rum und versuche da an Kiat und seine Freundin dran zu bleiben. Vermutlich wird es mir nicht gelingen, aber ja, ansonsten führe ich euch dort ein bisschen allein rum und ja. Das ist auf jeden Fall eben der Markt, der einmal die Woche hier stattfindet an einem Sonntag, der, sage ich mal, so geöffnet hat ab 3 Uhr, ja, sage ich mal 4 Uhr schließt so gegen abends dann um 20 Uhr. Der Markt, wie gesagt, jede Woche Sonntag. Ich hatte euch in Akkad am Nuay schon mal einen anderen Markt gezeigt, den täglichen Markt dort. Das Video dort werde ich euch auch nochmal oben verlinken. Für die neuen Zuschauer, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, ist das sicherlich auch interessant. Schaut euch das Video mal an. Ich denke auch, das Video könnte interessant sein für euch. Ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt mal hier rum und dann geht's weiter. Zeige ich euch mal, was es alles so gibt hier. Ich würde sagen, ich fange hier mal an. Es gibt wie immer natürlich Kleider. Ich zeige es euch mal. Hier wieder Fleisch. Uhren, natürlich alles echte Uhren, ist klar. Wieder viele Düfte. Geht's los mit der Seafood-Abteilung. Krevetten, Tintenfische. Die Kühlkette wird hier natürlich eingehalten, ist klar. Dann hier wieder
verschiedene Früchte, Rambutan, Durian. นี่อะไรหางวัวจริงหางวัวที่บ้านน้ำมันเย็นกินไหมกินไหมกินว้ายยี่กิมูซี่Chili. Ja, also ihr seht, hier gibt es wieder vieles zu kaufen. Eigentlich auch wieder alles bunt gemischt. Von Kleider, Gemüse, Früchte, Fleisch, Seafood, alles möglich. Also alles, was das Herz wirklich begehrt. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Jetzt gibt's wieder was für das für den süßen Snack. Miao Cup. Miao Cup. Würste, dann Teigwaren mit Krevetten zusammen. Hier wieder die Thai-Würste. Hier wieder eine riesige Auswahl an Fleischwaren. Ja, jetzt habe ich meinen Neffen verloren. Muss mal schauen, wo mein Neffe ist. Der Markt füllt sich schon wieder gut hier. Ich schau mal schnell, wo der Neffe ist. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left. Ich habe hier eine nette Dame kennengelernt, die auch für YouTube gern Werbung machen möchte. Und ja, ich lasse sie jetzt mal sprechen. Sie hat Apple bei 50 Baht. Ich habe viele Lügel. Ich habe viele Lügel. Ich habe viele Lügel. Okay, Kopfkund Krab. Ja, also die Dame, die ich da kennengelernt habe, von die ihren eigenen YouTube-Kanal hat, wir sind leider nicht dazu gekommen, unsere Kanäle irgendwie auszutauschen, weil es war einfach zu voll. Ja, ich konnte nur kurz ein Video mit ihr zusammen machen. Sie hat ein kurzes Video mit mir zusammen gemacht. Ja, ich denke, irgendwie wird es die Leute sicherlich erreichen. Ja, ich, wie gesagt, hätte euch ihren Kanal gerne empfohlen, aber leider weiß ich ihren Kanal nicht. Ja, tut mir ein bisschen leid, aber ja, ist halt so. Ja, es gibt hier auf dem Markt, wie gesagt, wirklich alles. Jetzt bin ich hier wieder an einem Stand, wo es wahnsinnig viel so Kosmetikartikel gibt. Also die Auswahl hier ist da riesig. Und jetzt hier die Barbecue-Abteilung. Wo es alle möglichen Fleischspieße gibt. Ja, dann hier gibt es jetzt ja, frittierte Krevetten, Fische, Hühnchen. Wadi Krab.
อันนี้ไก่ไหมใช่ครับผมไก่กุ้งอันนี้กุ้งใช่ครับผม yes sir เบาเล่าก็ได้เบาเล่าก็ได้ครับผม โอเคเสร็จแล้ว40บาท40บาทขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ Also mal wieder witzig, wenn die Leute mit einem Englisch versuchen hier zu reden und man doch dann auf Laos oder Isan antwortet, dann haben die immer eine mega Freude daran. Need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left. Ja, jetzt bin ich hier wieder bei der Sushi-Abteilung. Versucht es mal ein bisschen einzufangen hier. Hier gibt es also Sushi. Also ich bin da kein so ein Fan davon. Also Sushi habe ich eigentlich mega gern, aber ich bin da lieber vorsichtig, weil ich da nicht weiß, ob das auch vernünftig gelagert wurde. Dann hier wieder ein bisschen Gemüse, Auberginen. Makua, Manao. Dann hier wieder Hähnchen. Ja, also jetzt wird hier Film schon wieder fast unmöglich. Schauen wir, dass ich noch ein kleines ruhiges Plätzchen finde. Vanilla Mod, nicht? Krab. Ah, nee, nen. Krab. Schied nen, krab. Jetzt kaufe ich mir noch eben ein kleines Dessert. Tak baat ka. Sao baat ka. Khob khun krab. Kek mai ka, 20 baat, 20 baat. Khob khun krab. 3,500, 3,500.Mal schauen, was ich jetzt noch so hier finde. Ja, jetzt nehme ich mir noch ein bisschen frittiertes Hähnchen mit. Mal die Graf. Sag mal, Graf. Sieh, sieh mal. Kopf und Graf. Kopf und Graf. Hier wieder Durian.Rambutan, Ngok. Dann gibt es hier alle möglichen Säfte auch noch zu kaufen. Ja, also die Auswahl an Essen hier ist wirklich riesig.Hier wieder, vermutet man, es ist wie Kutteln, Innereien. Dann hier schon fertig zubereitete Gerichte. Dann hier so Toast mit Käse und mit ja, allem Möglichen drin. Da werde ich mir sicherlich auch noch mal was mitnehmen. Ani alai ka? Tuna. Ani ka? Muyong. Ka?ครับผมซองอันจักบาทครับ20ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับซองเกือบซองเบาเล่าก็ได้เบาเล่าก็ได้ครับครับผมยังมีแต่มูชินบอลลงมาที่ตมเลี้ยงกินเข่าเลยนะ
น้ำจิ้มอย่างเดียวWas das ist, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Möchte es aber gerade nicht wirklich ausprobieren. Ja, also es ist einiges dabei. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here.More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Jetzt hier auch wieder fertige Gerichte, die man mitnehmen kann. Hier ist wieder bei der Fleischabteilung angekommen. Hier gibt es wieder was für das süße Herz. Jetzt hier die Kleiderabteilung, wo es relativ viel Kleider gibt. Das würde ich euch auch noch gern kurz zeigen. Also da seht ihr jetzt eine riesige Auswahl an Kleider. Dann hier wieder eine große Schuhabteilung, wo es natürlich auch wieder die guten Ada gibt. Den Unterwäsche für die Frauen.Jeans zu kaufen, unzählige T-Shirts, ja, also auch wenn man Kleider braucht, ist man hier sicherlich richtig. Der Markt ist ein bisschen größer als die anderen zwei Märkte, die ich euch mal gezeigt habe. Ich würde euch da den Markt in Tacorn noch mal einblenden oben. Und ja, also der Markt hier ist ein bisschen größer. Man muss dazu sagen, dass meistens die Leute von Tacorn, also von den umliegenden kleinen Dörfern, sich dann hier sonntags bei dem großen Markt anmelden und sich dann hier quasi positionieren und dann hier ihre Ware noch anbieten. Ja. Ist immer wirklich, also der Markt hier ist sonntags immer wirklich sehr gut besucht. Ihr habt gesehen, es ist für mich da ein bisschen schwierig zu filmen. Ich laufe jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter für euch rum und seid mir da manchmal nicht böse, wenn die Kameraführung manchmal da nicht so optimal ist oder ja, muss da einfach auch ein bisschen schauen, dass ich da nicht irgendjemanden umrenne oder Kinder mir vor die Füße laufen oder dass ich da vielleicht auch jemanden filme, der das gar nicht will.Also, ich laufe noch mal ein bisschen weiter für euch rum. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like. Jetzt auch noch mal hier eine Kleiderabteilung. Hier gibt es jetzt diese typischen thailändischen Hosen.Wieder die Jeansabteilung. Ja, also es ist eine riesige Auswahl hier. Hier lässt sich es wenigstens noch angenehm laufen.Dort, wo die Essenstände sind, kann man wirklich kaum noch laufen jetzt im Moment. Der Markt geht bis in den Abend rein. Wenn mich nicht alles täuscht, schließt er um 8 Uhr. Und ja, bis um 8 Uhr ist dann hier immer sehr gut gefüllt. Ja. Hier jetzt wieder ein Stand mit natürlich echten Louis Vuitton-Taschen, Gucci-Taschen. Ja, alles, was das Herz begehrt.Auch wieder eine Jeansabteilung. Dann hier Kinderabteilung.
ja, ich biege jetzt nach links ab und dann geht es wieder in die Essensabteilung. Ja, jetzt haben wir unseren Rundgang beendet, beziehungsweise mein Neffe, seine Freundin und die Freundin von meiner Frau sind schon weitergefahren, weil ich unbedingt hier ein bisschen Material brauche. Die drei sind weitergefahren. Ich bleibe jetzt noch hier, ich möchte jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen machen und danach, ich habe mir jetzt auch noch eine Cola geholt, die werden mir jetzt noch eine Cola schmecken lassen und auch wenn meine Frau das nicht so gern hört wahrscheinlich, werde mir trotzdem die Cola schmecken lassen, werde hier noch ein paar Drohnenaufnahmen machen und dann geht es dann wieder ab nach Hause. Ich habe auch ein paar Sachen jetzt gekauft, ich denke, die zeige ich euch dann vielleicht nachher zu Hause und ansonsten, ja, denke ich, mache ich den Abschluss dann eben bei mir zu Hause denn. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und werde das, was ich gekauft habe, währenddessen wegsnacken, wenn ich euer Video jetzt fertig mache heute. Seid mir nicht böse, wenn das vermutlich ein bisschen später kommt, also vielleicht von der Uhrzeit nur ein bisschen später. Mal schauen, ob ich eine Nachtschicht einlege. Ja, was habe ich gekauft? Einmal so einfach so frittierte Sachen, ja, so Hühnchen, Krevetten frittiert. Das habe ich gekauft. Dann habe ich noch frittiertes Hühnchenfleisch noch, also so quasi so Hähnchenkeulen gekauft, die habe ich mir noch geholt und diese kleinen Käse-Sandwiches, die ihr da gesehen habt und dann zum Nachtisch noch ein kleines Stück Kuchen, einfach halt eine geringe Menge, also ihr müsst nicht meinen, dass ich da jetzt hier alles, sage ich mal, bis zum Abwinken esse, einfach in geringen Mengen gekauft, sodass ich einfach noch ein bisschen was zu knabbern habe währenddessen. Und ja, ich würde sagen, ich beende jetzt das Video hier an der Stelle. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat von dem Markt in Akkad am Noai. Den Ochsenschwanz, also Kiat hat den Ochsenschwanz gekauft. Die werden den, denke ich, heute Abend noch zubereiten und essen. Er hat mich gefragt, ob ich komme, aber nein, besser nicht. Ja, wie gesagt, ich beende jetzt das Video an der Stelle. Sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, hofft, dass euch das Video gefallen hat von dem Markt in Akkad am Noai. Es gibt in Akkad am Noai nochmal einen Markt, der immer am Großbuddha-Tag hier ist. Den wollte ich ja eben letzte Woche für euch besuchen. War einfach von der Menschenmenge her gar nicht möglich. Ich hoffe, dass ich euch das jetzt im kommenden oder in diesem Monat, dass ich da dazu komme und der Markt vielleicht mal nicht so gefüllt ist. Und ich dort euch ein Marktvideo machen kann, weil der Markt ist auch nochmal um einiges größer und auch interessanter, weil es da einfach noch viele andere Sachen gibt. Aber da lasst euch dann mal überraschen. Ja, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Wie immer, bleibt gesund da draußen, passt auf euch auf und wünsche euch einen guten Tag noch. Und bis dahin würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Ich sage Tschüss und bis bald, euer René aus Thailand.